Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal. Und zwar vorab wollte ich sagen, meine Maus ist leider kaputt. Ich werde mir eine neue zulegen. Alles wird gut. Aber deswegen habe ich mir gedacht, ich will heute trotzdem ein Video rausbringen. Mache ich mal hier diese Übung. Finde ich ganz interessant. Vielleicht mache ich heute noch ein zweites Video quasi als Entschuldigung. Und danach, das Video wird dann wahrscheinlich ein Analysevideo werden. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich das mit dem Tonproblem, ich war auch im Apple Store, noch nicht hingekriegt habe. Aber ich werde das bis zum nächsten Video, außer das, was vielleicht noch heute kommt, hinkriegen, sodass man nicht mehr diese lästigen Zugtöne hört beim Schachspielen. Und ja, ich habe hier schon mal ein bisschen was gemacht, also nicht heute, aber halt schon mal. Und dann probieren wir mal ein paar Aufgaben dazu zu machen. Und zwar hier habe ich noch keins gemacht, dann machen wir das mal. Und zwar, okay, es fängt natürlich leicht an. Schachmatt. Also checkmate the opponent in two moves. Das bedeutet, für die, die es nicht wissen, setze den Gegner in zwei Zügen Schachmatt. Und ja, das machen wir hier. Ist quasi das gleiche Motiv wie gerade. Jetzt in 3 Moves, also in 3. Ich weiß nicht, geht das jetzt immer so hoch? Naja, wer weiß. Gucken wir das mal. Okay, schon ein bisschen kniffliger auf jeden Fall. Aha. Das müsste der sein, dann der und dann der. Das fand ich ziemlich gut, die Aufgabe. Okay, jetzt wieder in einem Zug. Das ist der natürlich. Die Aufgabe gerade fand ich ziemlich, ziemlich gut. Okay, jetzt wieder in 3 Zügen. Lass uns die Stellung mal angucken. Wir sind schwarz, denke ich, oder? Okay, dann. Ich weiß nicht, ob der Zug richtig ist. Okay, nee. Dann schätze ich auf den. Ah, okay. Und dann den. Interessant. Okay, in 4 Zügen. Das ist schon etwas schwieriger, würde ich jetzt mal so sagen. Stimmt ihr mir dazu? Ich weiß es echt nicht, muss ich sagen. Okay, es war zwar ein guter Zug, aber nicht der beste, denke ich. Der? Ah ja, okay. Dann was jetzt? Hätte ich auf den getippt? Grober Patzer, okay. Oh, jetzt müssen wir das nochmal. Oh, jetzt habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Okay. Okay, okay. Müssen wir überlegen. Ich habe eine Idee. Oh. Okay, das war schon
deutlich schwieriger. Das verstehe ich jetzt nicht gerade. Also das ist auf jeden Fall matt. Okay. Ja, die sind anscheinend hier abwechslungsreich. Die sind nämlich wieder etwas leichter auf jeden Fall. Also ziemlich leicht. Und der ist wieder hier so ein Vierzüge-Ding. Warte, warum denn nicht? Warte, ich möchte kurz gucken, warum das so ein grober Patzer war. Hat er halt eine Fluchtmöglichkeit, ne? Naja. Dann mal den. Okay. Und jetzt. Das ist jetzt die Frage. Den hier? Okay, und jetzt den hier. Und jetzt? Okay. Gut. Dann machen wir noch, bis jetzt wieder hier eine schwierige Aufgabe kommt. Und dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Okay, Mathe im Ein. Das sollte hier nicht allzu schwer sein. Wobei ich es gerade nicht sehe. So. Ja. Okay, Mathe 2 können wir nochmal machen. Sind wir schwarz? Ne, wir sind weiß. Okay. Ah. Auch eine schöne Aufgabe. Okay, komm, das ist jetzt die letzte, die wir machen. Gut. Noch eine Mathe 1. Wer ist dann dran? Ah, schwarz. Okay, komm so. Aber jetzt reicht's auch. Gehen wir mal kurz zurück. Okay. Das, was wir gerade gemacht haben, waren Checkmate Patterns 3. Mal gucken, was er. Die Gabel. Machen wir mal die Gabel. Ich glaube, jeder kennt die Gabel mit dem Springer. Und zwar in diesem Beispiel hier. Den und dann die Dame nehmen. Also meistens macht man solche Gabeln mit König und Turm oder mit König und Dame. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl die Gabel anwenden. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt schon das ist, dass wir den schlagen können. Achso, da habe ich nicht richtig hingeguckt. Achso. Ja. Da hätte ich auch eher drauf kommen können. Okay. Zwei Zügen. Das verstehe ich gerade aber nicht. Ach, wir sind weiß.
Ach so. Ja, dann. Ach, schon wieder falsch. Mensch, Maja. Ach so. So, ja. Hier der Umgabung. Ich habe die ganze Zeit auf Schwarz geachtet, wegen dem Springer. Weil ich dachte, es geht nur um Springer-Gabin. Aber Gabin kann man genauso gut mit dem Bauer, mit dem Läufer. Ja, wobei eher mit dem Bauer. Ich glaube, mit dem Läufer nennt man das nicht mehr Gabin. Hier ist ja das gleiche wie gerade. Ja, okay. Das meinen die mit der Gabin. Dann machen wir mal was anderes. Oh, das scheint nicht einfach zu sein. So, wir sind am Zug. Ja, der sagt einem doch, was wir machen sollen. Kann man das irgendwie überspringen oder so? Kann ich das jetzt selbst? Nee, immer noch mit dem Fallen. Ja, dann verstehe ich es wohl nicht. Okay, so viel dazu. Dann würde ich noch sagen, machen wir kurz ein paar Taktikaufgaben noch. Machen wir mal die Aufgabe des Tages. Oh! Okay. Ja, die ist ganz schön leicht, aber die finde ich gut. Hier ist Schach und dann Dom D1. Die mag ich, muss ich sagen. Okay. Okay. Was mache ich denn dann? Ich würde sagen, das ist auch jetzt die letzte Aufgabe. Nee, ne? Nee, die verstehe ich auch nicht. Mal gucken, was ist die Lösung? Oh. Na gut. Naja, keine Ausreden. Da wäre ich bestimmt nach einer Zeit drauf gekommen, aber das war, da hätte ich eher drauf kommen müssen. Aber nun gut. Ja, auf jeden Fall, dann hoffe ich, dass ich gleich noch ein Video machen kann. Und genau. Wie gesagt, dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage